Ja, endlich Schule aus. Ab geht's nach Frankreich. Ich hole jetzt den Ani ab. Treffen uns an der Tankstelle nicht weit weg von hier. Und dann geht's los. Ich hab Bock. Yes, Baby. Auf geht's. Boah, fängt schon gut an. Ganze Essen im Kühlschrank vergessen. Einmal mit Profis arbeiten. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ohne Worte. Das erste Ziel der Tour war ein wunderschöner blauer Stausee in den Tiefen der Pyrenäen. Holz, soweit das Auge reichte. Lange Baumstämme, die aus dem Wasser ragten. Und ein Anblick, der kaum zu vergessen ist. Nach endlosen Überlegungen packten wir nach 5 Tagen doch unsere Sachen, weil es unmöglich war, die Routen zu fahren. Mein Freund Arnold fuhr weiter runter in den Süden, mich zog es an einen kleineren See, eine gute halbe Stunde Autofahrt entfernt. Nun fingen die Fische auch an zu laufen, doch seht selbst. Yes! Heute Morgen umgezogen am anderen Gewässer und heute hat es direkt gerappelt. Gucken, was noch kommt. Ich bin jetzt hier ein paar Stunden am See, habe die Routen gerade 2 Stunden liegen. Schauen wir mal. Man kann hier noch 2 Nächte, bevor es zum Kanal geht. Da kann noch einiges passieren. Bin mal gespannt. Erster Fisch der Nacht. Jetzt gleich geht es ans Einpacken. Fahre ich mit den Jungs zum Kanal. Die Nacht ist nochmal bombastisch gelaufen. Ich habe gestern leider nochmal einen guten Spiegler verloren. Aber ich habe noch was im Sack. Das zeige ich euch gleich. Ja, der zweite. Bisschen besser. 19,5 Kilo. Und damit der letzte Fisch hier an dem See. Bevor dann einpacken geht. Richtig geiler Schuppi. Richtig geiler Schuppi. Mega. Was ein Teil. Übelstes Paddel. Und morgen nochmal abgelaufen. Auch 2 Tigernüsse. Die Entschädigung nach gestern auf dem Tisch. Mega. Absolut happy. Hast du gut gemacht. Ah, oh, Junge. Reise auf dem Hausboot ist fast vorüber, haben jetzt noch 2 Nächte, aber bis jetzt haben wir auf jeden Fall eine mega lustige und auch echt actionreiche Woche gehabt mit echt vielen Fischen. Davon seht ihr aber auf jeden Fall später noch was.
denke mal, das Projekt wird irgendwann auch fertiggestellt. Ja, für mich geht die Reise auf jeden Fall noch weiter. Ich werde mich nächste Woche Richtung Zentralfrankreich bewegen, aus dem Süden. Ich werde da noch eine Woche angeln, da bin ich mit einem Kumpel verabredet. Ja, und schauen wir mal, was da noch geht. Vorher muss ich auf jeden Fall erstmal noch meinen Reifen reparieren lassen. Der ist leider kaputt gegangen auf dem Parkplatz. Deswegen muss ich mich erstmal am Freitag mit dem ADAC auseinandersetzen, wenn wir hier weg sind. Ja, und dann geht es hoffentlich relativ schnell weiter. Schauen wir mal, was nächste Woche geht. In diesem Sinne. Schulze. War geil die Woche? Ja, Mann, ich bin ultra müde. Ich will schlafen. Schlafen geht noch nicht. Ja, ich weiß. Müssen wir erst noch ein paar Fische fangen hier. Easy, Alter. Nee. Linke Route, Mann. Im Wind heute Nacht. Riesen Big Fish, Alter. Ich weiß. Ich hoffe. Safe, Mann. Dann meine rechte auch. Dann machen wir die fertig, da drüben, die Säcke. Die kleine Wichser. Die Wichser. Machen wir einen Stippwettbewerb. Ja, Mann, machen wir so ein Sensorspiel für so 300k-Porten. Ja, Mann. Das wäre so cool. Die feiern. Ja, Mann, wir sind eh so cool. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Eben, wir sind die Korrekten. Hä? Wir sind die Korrekten. Wir sind die korrekten Dudes. Ja. Team Chaos. Team Chaos schlägt wieder zu. Ja. Nun zum letzten Ziel meiner Reise. Was dort passiert ist, kann ich bis jetzt noch nicht glauben. Ja, ich sitze endlich wieder im Auto. Bin jetzt schon knappe 3 Stunden wieder auf der Bahn. Bewege mich jetzt irgendwo Richtung Zentralfrankreich. Nach der Reifenpanne, ich habe jetzt knappe 24 Stunden gewartet auf den neuen Reifen. Aber hat alles super geklappt. Die Bauchschmerzen sind weg. Bin 400 Euro ärmer. Jetzt geht's an die nächsten Teiche, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt ein paar ins Auge gefasst. Die werde ich mir morgen früh im ersten Licht mal ansehen und dann schaue ich mal, wo es mich hinterschlägt. Ich treffe mich mit Mathieu, werde mit dem zusammen noch eine Woche fischen. Dann habe ich 3 Wochen hinter mir. Die Wochen bis jetzt waren auf jeden Fall echt mega. Es war eine richtig geile Zeit die letzten 2 Wochen. Wir haben ordentlich Fische schon gefangen. Mal schauen, was jetzt noch kommt. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf noch einen dicken. Das wäre echt super. Geht, ne? Wir machen jetzt richtig Gourmet. Ja, Mann. Wir kaufen uns jetzt für 10 Euro ein Stück Burgerfleisch. Mit Fritten. Premium, Alter. Das ist der Premium-Lifestyle. Nette Dame, kocht uns. Könnte sich auch mal so einen Teller Salami kaufen. Geht auch. Ja, geil. So ein geiles Teil. Direkt als Start. Tilo ist in England jetzt. Heute Nacht angekommen, eben die Routen reingeschnickt. Knaller. Heute Morgen eingestiegen auf den Citrus Snowman. Absolut geil. Mein neuer PB, 29,5 Kilo, ich werde nicht mehr, war. 2 Scopex Squid, 20er, krank. Mhm. 23 Kilo, Alter, geil. Absolut geil.